heißt, wir sollen auf die Budo-Puppe schießen. Nein, warte mal kurz. Klar, genauso habe ich das verstanden. Ich mache das intelligenter. Kann ich die klauen, die Voodoo-Puppe? Die kannst du bestimmt klauen, ja, klau die mal. Wo habe ich denn den Zauber? Ich will den Fluch brechen. Wo ist denn anders hingüpft? Da ist sie. Don't waste the step. Darf ich es mal probieren? Probier mal. Entfluch sie mal. Was? The Dragonborn hexed me. The Dragonborn? Das ist nicht eher so ein... Nee, das ist der Typ hier. Das ist ein Drachengeborener. Achso. Der hat mich jetzt angesprochen. I wanted to play a little longer. Auntie likes her toys broken. She's not going to be happy. I had to get my hands dirty. I don't matter. Only Auntie does. Auntie? They want to hurt. Wir haben doch Auntie getötet. They have the book. Was? I will die before I let anyone touch a hair on her head. Wir haben doch Aunt Ethel schon getötet. Ja, allerdings. The others I will leave to rot in this house. But you, I will gift Auntie your corpse wrapped in your own intestines. Ach, das ist ein... weißt schon. Was denn? Eine Red Cap. Ach ja, stimmt. Ja? Das ist ein bisschen ärgerlich, warum kann ich den nicht... Gehen mal die Treppe runter. Unabsichtlich. Vorsicht, die Bodenbretter, da ist ein Morsch. Siedlerkrebse beschworen. Die sind ja süß. Wie hat denn der es geschafft, dass ich mich hinleg? Ich habe nicht aufgepasst. Was hat er gemacht? Weiß ich nicht. Eiserne Verfolgung hat er benutzt. Ja klar. Der Zwerg schafft es, einen Eulenbär umzuwerfen. Aber das macht nichts, weil wir haben ja Katze. Er kann dir einfach wieder aufhelfen. Danke, Katze. Gutes Teamwork. Wenn der Jatlo weg ist, meinst du, dann verschwinden auch die Fische? Ja, ich glaube schon. Wenn wir ihn treffen würden. Ich treffe ihn nämlich gar nicht. Ach so, weil ich bedroht bin. Dann mach du ihn weg.
Ah, scheinbar doch nicht. Schlüssel zu Ethels Hort. Und eine Nachricht, in der steht: Mein Schatz, Tantchen hat euch ein kleines Geschenk geschickt, eine Zauberpuppe für Merina. Damit könnt ihr sie und ihre kleinen Spießgesellen erschrecken. Oder sie abschlachten. Ist mir egal. Hauptsache ihr findet dieses Buch. Oder ich werde euch die Lunge rausreißen und sie an eure Brüder verfüttern. Alles Liebe, Tantchen. Okay. Soll ich mir eine Ghule beschwören? Oh, warum nicht? Die noch gar nicht empfangen. Jetzt. Oh, natürlich nach dem Kremlers. Ach, da unten sind auch noch welche. Nicht so gut. Ja, besser als nichts. Haben. Liegt der denn jetzt in der Luft? Ja, mit einem Bein. Ein Zauberer. Auf dem äußeren Geländerteil anscheinend. Lauter Ghule. Die Ghule, Ghule. Das ist übrigens eine Nachricht in deinem Chat. Hä? Ah, hey, Devkind. Devkind? Ich weiß es nicht. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's? Ich treffe mal den an. Oh, den habe ich vergessen. Wildes Rumgewusel. Ja, und weiter? Macht ihr noch was, Sekunde? Nein. Wenn du so fragst, nein. Wie viele Gegner haben wir? Eine Krabbe noch, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, die bei mir, ja. Ich aus irgendeinem Grund nicht angreifen will oder kann.
Da sind sie jetzt alle runtergerannt. Is that blood? No, never mind. Ja, da ist ein Tagebuch mit Hufspuren. Steht mehr drin. Mhm. Sehr verwirrender Text. That lying, thieving, scaly little shit. Thanks for knifing, bastard. Redest du mit ihr oder soll ich mit ihr reden? That makes twice ich rede gerade mit ihr. Entschuldigung. I'm starting to think you're my guardian angel. Ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich eine Stelle suchen, wo ich sie ausrauben kann, aber... Ihr wart ein ausrauben. Niedliches Schaf. Thanks, but my mouth tastes like mutton. Ja, ich will ihr den Zauberstab klauen. Hard to reach places. I'm gonna make the witch that did this pay. And I have the means to do it. This group is made of survivors. People like me who've been hurt by hags. Zeigt auf den Zombie und sagt Survivor. We tracked a hag to the city, but lost her trail. Right after she snatched a little girl. Schon wieder Mädchen. Oh, I bloody hope not. I see her enough in my dreams. No, Ethel is dead, thanks to you. But this one is no less of aber der Typ hat doch gesagt, es ist, er ist von Tante Ethel, die der. Ja. Was auch immer. Vielleicht heißen die alle so. Next thing I was sprouting wool and bleating up a storm. Warum hat die sich eigentlich nicht in der Zwischenzeit das Gesicht gewaschen? Die hat immer noch ihr verheultes Make-up drauf. Ihr wolltet der Vettel freiwillig euer Kind geben, vielleicht ist es hier ähnlich. When someone tells you day in, day out that you be a useless mother, well, you start to believe it. Who knows what she's done to this woman? Look, I know you're busy with big time heroics, but we need your help. A child's life is on the line. And her mother is the best lead we've got. I tried, and look where it got me. Chewing hay and shitting pellets. Englisch war's ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Ja, na gut. Thank you. With you at our side, that hag won't know what hit her. Check the safe in the back. I've done my homework on hags since we last tangled with Ethel. Take whatever you need. I know it by heart anyway. Laura was knocking about Basilisk Gate at the Flaming Fist's headquarters. Good luck. Laura, die Mutter. Ich erhalte einen Stab der Unterbrechung. Der kann Gegenzauber. Wie oft? Einfach so. Die Mutter Laura ist am Basiliskentor auf jeden Fall. Das ist geil.
geiler Star. Ich meine, ist auch ein geiler Stab. Aber der ist vielleicht nützlich. Cool. Wie komme ich jetzt an sie ran, um sie zu beklauen? Weiß nicht. Ich will ja nur mal kurz in ihre Taschen gucken. Ob sie es noch dabei hat. Mal kurz. Alle außer den eingebildeten Vetteln, ob Nacht- oder Börr-Vettel, wissen, dass der Tod immer mitspielt. Daher zögern sie nicht, die Regeln der materiellen Ebene zu manipulieren, um den Fängen des Todes zu entkommen, worauf sie stärker denn je zuvor zurückkehren. Dazu setzen Vetteln ein überraschendes Mittel ein, einen einfachen, bescheidenen Pilz. Die Vettel lässt ihre Essenz in diesen sporenerzeugenden Pilze fließen, sodass sie sich im Falle des Todes endlos wiederbeleben kann. Weder Klinge noch Bogen können diesen Pilz dauerhaften Schaden zufügen. Die verderbte Magie, die Vetteln heilt, schützt diese Pilze davor. Stattdessen ist Feuer euer Verbündeter. Verbrennt die Pilze zur Asche. Dann wird eure Klinge das Herz der Vettel durchbohren. Doch seid gewarnt, denn selbst im Tod sind die Vettel noch gefährlich. Seid schnell, gewandt und vor allem tödlich. Das ist jedoch eh. Also tödlich auf jeden Fall. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Vetteln essen Kinder und verwandeln dadurch die Kinder in neue Vetteln. Mit den richtigen Zutaten und Helm an meiner Seite könnte ich vielleicht ein Erbrechen erzwingen, sodass die Vettel ein geraubtes Kind erbricht. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ich bete, dass es klappt und dass ich es nie wieder einsetzen muss. Es folgt eine detaillierte Anleitung zur Herstellung des Vettelbands, wie der Autor ihn nennt. Rezept freigeschaltet. Vettelband. Okay. Das müssen wir herstellen, oder? Können wir das schon? Ich schau mal, ob ich es irgendwo sehe. Unter was fällt denn das? Elixiere? Nö. Ich weiß nicht, wo das ist. Name. Nee. Keine Ahnung. Was soll das sein? Ein Trank wahrscheinlich, oder? Ja, ich suche gerade, aber... Oder ein Gift? Gibt's Gifte? Nee. Elixier. Vettelband, da. Elixier. Wo denn? Bei Elixiere ganz unten. Unter der Netz. Nee, bei Granaten. Entschuldigung. Granaten. Ich hatte beides. Ah, unten. Okay. Machst du's? Baust du's? Ich kann's nicht. Mir fehlt. Dann hab ich's jetzt gemacht. Okay. Gut. Wem gebe ich das? Ich geb's dir, oder? Am besten. Weil wenn ich mich verwandle, kann ich es wieder nicht benutzen. Ja. Ich hab's dir mal in die Tasche geschoben. Ja, das war nicht schlecht. Vielleicht kann ich es mit der Hand auf sie werfen oder sowas. Ja, ich denke, man wird es werfen müssen. Ich denke, man wird es werfen müssen. Hier ist eine Holzluke. Geht's da hin?
das mal. So, und wo ist der Vettel? Ich bin mal wieder in Flammen reingelaufen, weil ich einfach nicht stehen bleibe, wenn irgendwo eine Falle ist. Warum sollte man auch stehen bleiben, wenn einfach, wenn man eine Falle sieht und warnt, warum sollte man stehen bleiben? Macht keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Ach man, das bringt überhaupt nichts, hier den Zauberstab zu klauen. Warum? Weil ich mit dem... Ich kann zwar den Zauber wirken, aber ich kann ihn nicht wirken, weil ich kein Ziel habe dafür. Und der Connor steht ja hier rum. Kannst du es, glaube ich, auf uns theoretisch auch wirken. Also wären wir tot. Könntest du es wirken? Nee. Meinst du? Als Wiederbelebung? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und ihr werdet dann zu... Nee. Nein, wir werden einfach wiederbelebt. Meinst du, mit dem Zauberstab? Ja. Ich denke schon. Ich glaube nicht. Sie hatte noch ein Medaillon. Das alright, time to skulk about. Vielleicht ist es das Million, dem er folgt. Das Medaillon ist was? Was für ein Medaillon? Das Medaillon von Mira. Myrinas Medaillon. Das ist ein Questgegenstand, aber... Was hat's gemacht? Nichts. Ich hab's jetzt, aber... Hilft mir auch nicht. Also, ja, wir können jetzt, sollen wir noch mit der Mutter reden? Ist sie in der Gegend, in der Nähe? Am Basiliskentor ist die. Ah, da sind wir, da können wir uns hin teleportieren. Einen Moment. Bevor wir das machen, rede ich noch mal kurz mit Connor. Ich kann das Medaillon gar nicht anziehen. Ja. Connor? Nicht total gesprächig. Stay close to me, Connor. All right? Did you find the missing girl's mother, Laura? Nee. Ich geh mal zum Basiliskentor. Okay, ich geh da auch hin. Irgendwie klappt das mit dem Connor nicht. Schade. Was wolltest du denn machen? Ja, ich wollte, dass der mir folgt. So.
Ah, ich laufe natürlich falsch. Die Nora gefunden. Okay. Ich rede mal mit ihr. Die beschwert sich hier eh. Das ist bestimmt eine gute Idee. Worried about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just forgive me. Why are you here? Yes, her name is Vanra. Stupid, useless fist said she had a lead, but she must have been stuck in dream mist or something. Madam, tell me. You said she was. Stimmt sie mit ihr nicht? Taken from a tavern? Yes. The blushing mermaid down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? I am listening. Now, if you'll both calm down, this lady can tell me why she's here. Her name is Vanra. She's 7 years old and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just up by the docks. No, unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. We were sober, though. I swear. I stop in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Of course. The front of house, Bosun Gannet was there, and the owner of the Blushing Mermaid, Captain Grizzly. Neither lifted Captain a finger to help Grizzly. Me look. It was awful. Na, dann gehen wir nochmal hin, oder? Jo. Thank you. I'll head home. Can't stand being around these idiots any longer. Come find me the moment you hear anything. Red nochmal mit dieser verwirrten Faust hier. Commander Portier, acting Marshal of the Fist. If you have a crime to report, please wait outside. Na, Überlastungsprobleme. Ja, offensichtlich war das eine Überlastungserscheinung. Ah, hier ist der Gefängniseingang. Ah, da war ich schon. wo ist die errötende Nixe? Da. Okay. Also teleportieren wir uns wieder inmitten der Stadt und schon, wie wir da rüberkommen, oder? Ja. Lauf du mal vor, ich hab's jetzt nicht gefunden. Deine Ghoulie hören sich ja sehr sympathisch an. Ja. Ich finde, die sind im Vergleich zu allem anderen auch ziemlich laut. Lag das ja nicht auf meine Uniform zu kotzen. Und sie sind betrunken. This uniform's neat, isn't it? But why am I... Oh, wait. I had a shift at the counting house. Oops. Oops. How
Hoppla. Wie geht's denn hier rein? Wo ist der Eingang? Ach, da unten ist der Eingang. Was sind noch ein, zwei Betrunkene? Der Schluck auf Bortun. Oh, der liegt. Der ist bewusstlos, den könnte ein Ghoul auffressen. Ja, da ist doch auch die. Was müssen wir mit der machen? Die Nisha-Lisha? Mit der Nisha-Lisha. Mit der müssen wir auch anders machen. Ich glaube, die müssen wir retten wegen dem Mörder. Ah, okay, ja. Soll ich. Dann rede ich mal mit der auch noch. Nicht. Vielleicht erst mit anderen Überlebenden reden, bevor wir alles. My friend dared me to come here alone for a couple of mugs of ale. So here I am. Ha! Come off it, mate. Who would want me dead? Weiß nicht, meine vier Freunde. Ich sterbt. Ach ja, stimmt, wir könnten ja auch selber die Sachen sammeln und dann abgeben. Soll ich es abbrechen? Nein. Oh. Shit! You're serious! I can see it in your eyes! I've got to... Shit! I've got a tab to settle! Shit! Ich hoffe, sie hatte keinen Teil von dem Narren. Richtig. Hit mal mit dem Bart. No pissing or shitting. If you break it, you pay for it. Any fighting and Captain Grizzly will shank you. Got it? Da liegen ja echt jede Menge bewusstlose Leute hier rum. Good. Welcome to the Blushing Mermaid. If you're here to complain that the booze tastes like piss, yep. I know. Anything else? Gods above. Not again. You pull a knife on me like the last one and you're getting a boot, you hear? Huh? I've killed people with a splinter, mate. Of course I'm wary of a blade. Laura was her name. Started tearing the place apart. Screaming about some kid. Bloody disturbing it was. Captain Grizzly had to clock her in the end. Threw her out on her arse. Good riddance. Ich stehe vor der Captain Grimmig. Genau, die hat sie einfach rausgeworfen. Soll ich mit der nochmal reden? Oder willst du? Ah, mach. Soll ich? Wo ist sie denn? Ja. Hier ist Wasser. Ich hoffe, es ist Wasser. Wo ist sie denn? Hier in dem Raum, wo ich stehe. Ach, die mit dem Hut? Oder der? Die. Can't a captain be bloody hungover in peace? Oh, why hello there. Captain Grizzly at your service. What can I do for a long drink of water like yourself? Da ich gerade sehe, was du machst, speichere ich mal. Wie bitte? Da ich gerade sehe, was du machst. Mach's speichern. Ich wollte nur schauen, was sie so hat. Mhm. Oh, not this claptrap again. Listen, Laura was here, all right? Knocking back pints like there's no tomorrow. But she was alone. I saw head nor ass of this so-called kid. And when we tried to kick her out, she pulled a knife on my front man. Bet she didn't tell you that bit, huh? Hmm. Oder das letzte. I run a bar. What use would I have with some little one running around, crying and shitting? Look, I know Laura from my pirating days. She ran with Bart Blackdagger's crew. Heard they tossed her overboard when she got the bosun over a game of cards.
Now, I'd no beef with her before this. All are welcome in the maid. But threatening my staff, claiming we took her kid, she's bonkers. Dangerous. Next time she pulls a knife on me and mine, someone might die. Something has to be done. Ich glaube, die Vettel hat die alle irgendwie manipuliert. Am besten wäre es, um Laura zu töten. There's one way and one way only to shut someone up. She's dangerous. And I couldn't call myself a captain if I stood by and did nothing. I hate that it's come to this. But I'll pay a hoard of gold to whoever scuppers her. Das ist schon sehr verdächtig. Permanently. Ach, das ist wieder die Mörderin bestimmt, oder? Zahlst du ihm voraus? Ich kümmere mich drum. Ne, keine Ahnung. Good. This is a mercy. I promise. Return when the deed is done. Haben wir jetzt die Quest versaut eigentlich? Dritte Wanderer. Nee. Ich will, dass wir Laura töten. Aber es gibt eine Kellertür, ich geh da mal runter. Macht Sinn. Und wir stehen in einem Keller. Das. Ah, das ist bestimmt wieder eine Illusion oder sowas. Nachforschung fehlgeschlagen. Hast du das gefunden? Ja, hier ist eine Illusion, wie bei der anderen Vettel. Einfach durchlaufen. Oh, da geht's runter. Okay. Und eine Doppeltür, die abgeschlossen ist. Right tool will do the trick. This place. Why does it remind me of Auntie Ethel's home? Ah, nein, hier sind wir so Maskenleute. Ist leider noch nicht. Thank you, Auntie. Thank you. Maske der Knechtschaft. Aha. Falle! Vorsicht, stopp, stehen bleiben. Alle stehen bleiben. Geht's da irgendwie weiter? Da ist noch eine Tür. Captain Krimmig ist hier unten. What? Da. Und es ist oben bloß ein. So ein Red Cap. Ja. Wir können die einfach ignorieren und können hier durch die Holzwand gehen. Meinst du, die sind danach frei? Es könnte sein, ja. Also, wenn man ihnen die Masken abnimmt, dann sterben sie. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal probiert, oder? Watch how you go. There's a trap. Hier ist ein Stolpertrap. Kannst du den entschärfen, bitte? Ja, bestimmt. Moment. Ich brauche meine andere Anziehsachen. Entschärft.
das noch irgendwas? Ah, nur die Entlüftung, okay. Beachtung einer Mutterschmiede. Ach, wieder diese komischen Tränke. Irgendwelche Tränke, ja. Die man wahrscheinlich besser nicht trinkt. Hörst du auf? Oder sollen wir mal anklopfen? Warte kurz, ich wechsle noch mal kurz einen Zauber aus. Ich befürchte, dass ich gleich wieder so ein... Weil die bestimmt wieder Illusionen erschafft, die Vettel. So, ich sperre mal auf. Oh. Sehr gut. Trap. Just as I expected. Okay. Rein. Rettungshof gelungen, böser Spott, Vorsicht. Mit der Tür ist beim noch Öffnen. Was. Ja, beim Öffnen. Lass mal den Ghoul aufmachen. Die kann ich ja nicht steuern. So. Kann der Hand das aufmachen? Ich mach mal schnell ein... Beschwör mal ein Feuerelementar. Wits and blades, always sharp. In der Hand müsste schon aufmachen können, ja. Aber mein Elementar kann auch aufmachen. Okay, dann war es wahrscheinlich nur einmalig. A knife in the dark. Hier ist ein Hebel. Er macht bestimmt da die Wand auf. Da wer? Das sind Pilze. Sind es die Pilze, die Vettel unsterblich werden lassen? Wo? Überall. Eins, zwei, drei sehe ich. Kann man die anklicken, wo ich sie... Pilze. Riesig. Diese Pilze sind durch die böse Magie mit Tante Ethel verbunden und halten sie am Leben, bis sie zerstört werden. Dann sollten wir die vielleicht kaputt machen. Heilende Perle. Der Pilz gewinnt zu Beginn seines Zuges all seine Trefferpunkte zurück, sofern ihn kein Effekt an wiederherstellender Heilung hindert. Ah. Also Feuer war das, den, ja? Erst den Hebel ziehen oder erst die Pilze machen? Erst die Pilze, oder? Ja. Ich gehe mal zu dem dahinter. Okay. Ich sehe. Ach, da oben ist auch noch einer. Okay. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Pflanzen erleiden durch diesen Zauber maximalen Schaden. Kann mein Flammenelementar andere Sachen als vorher? Da hat es andere Zauber irgendwie. Komisch. Komisch, ja. So. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Hier ist ein Fassstängel. Was ist das denn? Moment, ich hab hier noch was. Okay, keine Ahnung. Aber hier ist kein Kind, oder? Hat's die Vettel schon gefressen? Oh, dann müssen wir... Aber meinst du, sie stirbt direkt, wenn wir...
Nee, die Pilze verhindern ja nur, dass. Also die dass beleben sie ja wieder sozusagen. Ja. Ich hoffe. Okay, dann mache ich mal hier den Pilz kaputt. Ja, mach mal. No, no, Petal. That wasn't very polite. Ich habe euch getötet. Did you think you were the first? That I didn't plan for it, Petal? That said, I'm shocked and appalled, Petal. I can't believe you'd try to gut me out in the open like that. After all, it's not just me anymore. I'm... What is it they say? Eating for two. I gobbled myself up a sweet little girl, and she was so very tasty. Venra sits in my belly, growing fat with power. In time, I'll vomit her up and have myself a fresh young hag to train. I have you beat, so do the heroic thing. Die. Was ist zuerst? Wer ist dran? Sie oder du? Sie. Und sie hat die Maskentypen beschworen. Also mein Elementar ist schon mal dran. Okay. Nein, der hat's nicht geschafft, das Ding kaputt zu machen. Wo ist es denn? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ich bin auch dran. Okay. In dem Fall. Ist dein Elementar das jetzt geschafft oder nicht? Nee. Nee, nee. Hä, wieso kann ich das nicht benutzen? Wieso kann ich denn... Hä? Was ist das? Wieso kann ich jetzt die Fähigkeit nicht benutzen, dass ich mich umsonst verwandeln kann? Warum... Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Hast du wird nach einer langen Rast wieder aufgefüllt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wer ist Deva? Das ist mein beschworener Engel. Ha. Wieso kann ich denn nicht einfach meine Fähigkeiten benutzen? Wieso kann ich nicht einfach das Spiel so spielen, wie das Spiel behauptet, ich könnte es? Jawohl. Geht das nur, wenn ich nicht im Kampf bin? Aber steht ja nicht dran davon. Nichts dran davon. Macht ja auch keinen Sinn, wenn ich es nur außerhalb vom Kampf benutzen kann. Ich kann es auch leider in dem Gehirn nicht anschauen, weil ich kann es ja nicht das Gehirn nicht anschauen, weil ich bin ja geistesabwesend, weil ich kämpfe ja gerade. Warum darf ich mich nicht verwandeln? Still on my feet. Das weiß ich auch nicht. Daran? Ja.
Ist nur noch ein Pilz da, oder? Zwei. Also ich sehe noch zwei. Ich sehe nur noch einen oben in der Leiste. Wo ist der zweite? Einer ist hier. Ach scheiße, das ist aber weit. Und einer ist hier. Ja, wenn ich mich verwandeln dürfte, wäre es ja kein Problem. Dann könnte ich den ja easy töten. Denn wo? Wie siehst du den da drüben? Bei mir ist alles schwarz. Hä? Wo? Da bei beiden Dingern, wo du jetzt gerade angekreuzt hast. Ah, nee, den also einen. Beim einen steht mein Elementar und beim anderen stehe ich fast dort. Der beim Elementar ist ja kaputt. Nein. Doch. Achso, den hast du kaputt gemacht. Dann ja, dann ist nur noch einer da, Entschuldigung. Okay, und bei dem, ja, okay, das war nämlich. Hä, ich dachte, du hast da noch. Hast du noch einen anderen gesehen? Okay, dann passt das ja. Mach ich das jetzt so? Und so. Und da unten ist die echte Ettel. Aber auf die muss ich das Getränk noch werfen. Aber Vorsicht, die da macht auch Schaden. Doch jetzt ganz. Ist das hier die echte, oder? Dann ist das die echte, ja, bei dir. Sonst wäre die verschwunden. Sonst hätte die verschwinden müssen. Ja.